Zweiter Teil. Was schneiden wir? Viele der Leute, gerade die Freecutter, schneiden völlig andere Dinge als wir. Meistens Flaschen voll Wasser oder vielleicht Blecheimer oder sonst welche Dinge. Gurken, Radieschen, Tomaten. Es gibt nichts, was man nicht schneiden könnte. Wir haben uns traditionell mehr auf die Matten festgelegt. Und zwar ist der erste Punkt, so eine Matte sieht nach nichts aus, einfach eine Badematte. Zusammengerollt, einen Tag gewässert und die lässt sich, denkt man sich, sehr leicht schneiden. Der Vorteil dieser Badematten ist, dass man sie einfach zu mehreren zusammenrollen kann und von ganz dünn bis etwas dicker dann einfach alles das zusammenrollen kann, was man braucht. Dieses hier sind die japanischen Matten, die japanischen Tatami. Die sind natürlich härter, widerstandsfähiger. So sieht man schon, da hat man wirklich was zu bewältigen. Auf der anderen Seite, gerade für Anfängerkurse ist es so, ich habe es erlebt, dass Menschen mit einem scharfen Schwert 6 Stunden lang versuchen, eine solche dünne Badematte durchzuschneiden und nicht ein einziges Mal durchkommen. Das heißt, selbst das kann ein unüberwindliches Hindernis sein. Also, man muss sich nicht scheuen, auch einfache Dinge zu schneiden. Wenn man es etwas härter mag, dann kann man das ein Holz in die Mitte mit rein tun. Dies war eigentlich der Stift zum Aufstecken. Selbst das wird noch völlig problemlos durchgeschnitten, wenn man es kann. Vielleicht noch eins dazu zu sagen, diese Matten sind nass, weil sie sich dann besser schneiden lassen. Wir bestehen ja auch zum großen Teil aus Wasser. Man kann auch trockene Matten schneiden, sie sind aber sehr viel widerstandsfähiger. Sie biegen sich nicht so gut, sie werden eher krumm, sie sind unangenehm. Man kommt auch durch, aber ich habe schon erlebt, dass jemand ein nicht so gutes Schwert hatte und ein scharfes und durch solche Matten problemlos durchgekommen sind und bei der trockenen Matte ist das Schwert verbogen.